Ein Herz voller Angst ist vom Teufel beherrscht, mein Kind, mein liebes Kind, schreibe, meine geliebte Tochter, denn es ist wichtig, dass unser Wort vernommen wird. Sage den Kindern der Erde heute bitte noch einmal, wie wichtig das Gebet ist. Ohne das Gebet wäret ihr alle verloren, denn das Gebet schenkt euch Kraft und Halt und Zuversicht. Es beschützt euch, es heilt, und es verhilft zur Umkehr. So betet, meine Kinder, denn euer Gebet ist stark und machtvoll und zu voller Kraft, dass es die bösen geplanten Taten des Teufels und seiner Elitegruppe, sowie aller seiner Anhänger, nicht nur mildert, sondern verhindert. Bittet also, meine so geliebten Kleinen, denn ich, euer Vater im Himmel, bitte euch mit all meiner göttlichen Liebe, die ich für euch habe, darum, auf dass ihr alle zu mir zurückkehren möget und der Teufel seine Macht über euch verliert und niemals mehr ausüben kann. Meine Kinder, meine so von mir geliebten Kinder, kommt in meine heiligen Vaterarme, zurück nach Hause zu mir, eurem Schöpfer, der ich bin, eurem Vater, der euch so sehr, und viel mehr als ihr euch das vorzustellen vermögt liebt, denn das Bild, das so viele von mir haben, besteht aus angstvollen Gefühlen, denn über Jahrhunderte hat der Teufel euch dieses Bild von mir gemacht. Eure Vorfahren nutzt, in mich, euren heiligen Schöpfer im Himmel, als Angstmethode, für die Erziehung, wieder, eurer Vorfahren, ihrer Kinder, und euch und immer mit erhobenem Zeigefinger, doch, meine so von mir geliebten Kinder, bin ich die Liebe, die Reinheit, das Licht und die Existenz, das heißt, ich bin der, der euch aus Liebe erschuf, der euch das Leben schenkt, der euch mehr als alles liebt und der sinnlichst auf eure Rückkehr wartet ohne euch zu schelten, zu schlagen, zu quälen, denn das will der Teufel, dass ihr das von mir denkt, dass ihr Angst vor mir, der ich reiner Liebe bin, habt und somit euch nicht an mich und meinen Sohn, euren Jesus, wendet, denn, wer Angst vor mir hat, der wird nicht zu mir kommen, und somit hat der Teufel freie Hand über euch. Durchschau die Tricks und Listen des Teufels und kehrt jetzt um, denn, ich bin ein liebender Vater, euer Gott und euer Schöpfer, und ein jeder, der zu mir, seinem ihn so sehr liebenden Vater findet, den werde ich mit meiner göttlichen Liebe überschütten, ihn in meinen Gnaden, baden, und ihn reich mit meinen göttlichen Gaben beschenken. Habt niemals Angst vor mir, vor eurem Gottvater im Himmel, denn ich bin euer Schöpfer, ich bin die reine Liebe, euer Vater, und mit Liebe werde ich euch beschenken und reinwaschen, niemals aber werde ich euch schelten oder Böses tun, denn das, wovor ihr Angst habt, kommt allein vom Teufel, denn von mir, eurem Vater im Himmel, kann nur Liebe kommen, weil ich die Liebe bin. Amen. So kommt zu mir ohne Angst aber voller Reue, denn ein reuiges Herz findet den Weg nach Hause, ein Herz voller Angst allerdings ist, noch, vom Teufel beherrscht. Meine Kinder, ich, euer Vater im Himmel, warte voller Sehnsucht auf euch. Ich habe ein wundervolles, neues Zuhause für einen jeden von euch geschaffen, ein Zuhause, das frei ist von Bösem und wo der Teufel keinen Zutritt hat, für 1000 Jahre. Danach kommt die Herrlichkeit in Ewigkeit an meiner Seite, nach dem neuen Königreich, das mein Sohn regieren wird. Es heißt nicht, dass ihr alle 1000 Jahre alt werdet, denn viele von euch kommen schon vorher in meine ewiglich währende Herrlichkeit. So lasst nun ab von allem Irdischen und verschreibt euch ganz meinem Sohn. Er wird euch führen, denn er ist der Einzige, der meine Pläne kennt. So bekennt euch zu ihm, zu meinem heiligen Sohn, und beginnt den Weg nach Hause, zu mir zu gehen. Amen, in väterlicher Liebe. Euer Vater im Himmel, Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen.